Eiben. Hallo, mein Liebling, sagte seine Mutter und richtete sich ein wenig im Bett auf, als Connor zur Tür hereinkam. Er konnte sehen, wie sehr sie sich dabei anstrengen musste. Ich bin mal kurz draußen, sagte seine Großmutter und stand auf und ging, ohne ihn anzusehen, an ihm vorbei. Ich hole mir etwas aus dem Automaten, sagte sein Vater, der auf der Schwelle stehen geblieben war. Möchtest du auch was, Kumpel? Dass du aufhörst, mich Kumpel zu nennen, sagte Connor, ohne den Blick von seiner Mutter zu wenden. Die lachte darüber. Bis nachher, sagte sein Vater und ließ ihn allein mit ihr. Komm her, sagte sie und klopfte auf das Bett. Er ging zu ihr und setzte sich neben sie, wobei er aufpasste, weder den Schlauch zu berühren, der in ihrem Arm steckte, noch den, der ihr Luft durch die Nase zuführte, noch den, den sie ihr manchmal an die Brust klebten, wenn bei ihren Behandlungen die leuchtend orangefarbenen Chemikalien in sie hineingepumpt wurden. »Wie geht es denn meinem Connor?«, fragte sie und streckte eine schmale Hand aus, um ihn durchs Haar zu streichen. Er konnte einen gelben Fleck auf ihrem Arm sehen und die Stelle herum, wo der Schlauch hineinführte, und kleine, purpurrote Punkte überall in ihrer Armbeuge. Aber sie lächelte. Es war ein müdes, ein erschöpftes Lächeln. Aber es war ein Lächeln. »Ich sehe sicher schrecklich aus, ich weiß«, sagte sie. »Nein, gar nicht«, sagte Connor. Sie strich ihm wieder mit dem Finger durchs Haar. »Ich denke, eine barmherzige Lüge kann ich verzeihen.« »Geht es dir gut?«, fragte Connor, und obwohl die Frage in gewisser Hinsicht absurd war, wusste sie, was er meinte. »Naja, mein Schatz«, sagte sie, »ein paar von den Dingen, die sie ausprobiert haben, haben nicht so gewirkt wie vorgesehen, und sie haben wesentlich schneller nicht gewirkt, als man gehofft hatte, dass sie wirken würden, falls es irgendeinen Sinn ergibt.« Connor schüttelte den Kopf. »Nein, für mich im Grunde auch nicht«, sagte sie. Er sah, wie ihr Lächeln angespannter wurde, schwieriger aufrechtzuerhalten. Sie holte tief Luft und er hörte es leise rasseln, als nehme ihr etwas Schweres in der Brust den Atem. »Es geht alles ein bisschen schneller, als ich gehofft hatte, mein Schatz«, sagte sie. Ihre Stimme war belegt, so belegt, dass Connors Magen sich noch mehr verkrampfte. Er war auf einmal froh, dass er seit dem Frühstück nichts gegessen hatte. »Aber«, fügte seine Mutter hinzu, immer noch mit belegter Stimme, nun allerdings wieder lächelnd. »Eine Sache werden Sie noch ausprobieren. Ein Medikament, mit dem Sie ein paar gute Ergebnisse erzielt haben.« »Warum haben Sie es nicht schon früher ausprobiert?«, sagte Connor. »Du erinnerst dich doch an all meine Behandlungen, nicht?«, sagte sie, »wie mir die Haare ausgefallen sind und ich mich dauernd übergeben musste?« »Natürlich. Und dieses Medikament nimmt man nur, wenn alles andere nicht so gewirkt hat, wie es sollte.« Es war immer eine Möglichkeit. Sie hatten bloß gehofft, sie müssten nicht darauf zurückgreifen. Sie senkte den Blick. Und sie hatten gehofft, dass sie es nicht schon so bald tun müssten. »Heißt das, es ist zu spät?«, fragte Connor, und die Worte waren ihm schon entschlüpft, bevor ihm klar war, was er da sagte. »Nein, Connor«, antwortete sie schnell. »Denk das nicht. Es ist nicht zu spät. Es ist nie zu spät. Bist du sicher?« Sie lächelte wieder. »Ich glaube jedes Wort, das ich sage«, versicherte sie mit etwas kräftigerer Stimme. Connor fiel wieder ein, was das Monster gesagt hat. Der Glaube ist die halbe Heilung. Er hatte immer noch das Gefühl, als ob er gar nicht atmete, aber sein verkrampfter Magen löste sich ein wenig. Seine Mutter sah, dass er sich entspannte und begann, die Haut an seinem Arm zu massieren. »Und hier ist etwas wirklich Interessantes«, sagte sie ein bisschen munterer. »Du kennst doch den Baum auf dem Hügel hinter unserem Haus, nicht?« Connors Augen weiteten sich. »Und nun stell dir mal vor«, fuhr seine Mutter fort, die nichts davon zu bemerken schien, »dieses Medikament wird doch tatsächlich aus Eiben gewonnen.« »Eiben?«, fragte Connor leise. »Ja«, sagte seine Mutter, »ich habe mal was darüber gelesen, vor Ewigkeiten, als das Ganze anfing.« Sie hustete in ihre Hand einmal, zweimal. »Ich hatte ja gehofft, dass es nie so weit kommen würde, aber ich finde es einfach unglaublich, dass wir von unserem Haus aus die ganze Zeit eine Eibe sehen können und genau dieser Baum mich nun vielleicht heilen kann.« Und Connors Kopf drehte sich alles so schnell, dass ihm fast schwindlig wurde. »Das Grünzeug dieser Welt ist doch etwas Wunderbares, nicht?«, fuhr seine Mutter fort. »Da strengen wir uns oft so an, es zu beseitigen, und dabei kann es manchmal unsere Rettung sein.« »Wird es dich retten?«, fragte Connor. Er konnte es kaum aussprechen. Seine Mutter lächelte wieder. »Ich hoffe es«, sagte sie. »Ich glaube es.« »Wäre es möglich?« Connors Gedanken überschlugen sich, als er auf den Krankenhausflur hinaustrat. Ein aus Eiben gewonnenes Medikament, ein Medikament, das richtig heilen konnte. Genau so ein Medikament, wie der Alchemist es dem Pfarrer verweigert hatte.
Obwohl, wenn Connor ehrlich war, verstand er immer noch nicht ganz, warum das Haus des Pfarrers niedergerissen worden war. Es sei denn, das Monster war doch aus einem bestimmten Grund hier. Es sei denn, es hatte sich auf den Weg gemacht, um Connors Mutter zu heilen. Er wagte es kaum zu hoffen, er wagte es kaum zu denken. Nein, natürlich nicht. Das konnte nicht wahr sein, er war ja bescheuert. Das Monster war ein Traum. Nur ein Traum. Aber die Nadel und die Bären und das kleine Bäumchen, das aus dem Fußboden wuchs, und die Zerstörung des Wohnzimmers seiner Großmutter. Connor fühlte sich plötzlich ganz leicht, so als hätte er zu schweben angefangen. Wäre es möglich? Wäre es vielleicht doch möglich? Er hörte Stimmen und blickte den Flügel hinunter. Sein Vater und seine Großmutter stritten sich. Er konnte nicht verstehen, was sie sagten, aber seine Großmutter fuchtelte ziemlich erregt mit den Fingern vor der Brust ihres Vaters herum. Und was soll ich deiner Meinung nach tun? Sagte sein Vater dann, laut genug, um die Aufmerksamkeit der Leute, die an ihm vorbeigingen, auf sich zu ziehen. Connor konnte die Antwort seiner Großmutter nicht hören, aber sie stürmte an Connor vorbei und verschwand immer noch, ohne ihn eines Blickes zu würdigen, im Zimmer seiner Mutter. Sein Vater kam mit hängenden Schultern hinterher. »Was ist denn los?« fragte Connor. »Ach, deine Großmutter ist böse auf mich«, sagte sein Vater und lächelte kurz. »Nichts Neues also.« »Warum?« Sein Vater verzog das Gesicht. »Ich habe schlechte Neuigkeiten, Connor. Ich muss heute Abend wieder zurückfliegen.« »Heute Abend?« fragte Connor. »Warum?« »Die Kleine ist krank.« »Oh«, sagte Connor, »was hat sie denn?« »Wahrscheinlich nichts Ernstes, aber Stephanie ist ein bisschen durchgedreht und mit ihr ins Krankenhaus gefahren und möchte, dass ich mich sofort ins Flugzeug setze.« »Das machst du auch?« »Ja, aber ich komme wieder her«, sagte sein Vater, »übernächsten Sonntag, also nicht einmal 2 Wochen. Ich habe nochmal freigekriegt, damit ich bei dir sein kann.« 2 Wochen«, sagte Connor wie zu sich selbst. »Na gut. Das ist nicht schlimm. Mom nimmt ja jetzt dieses neue Medikament, das ihr helfen wird. Und bis du wieder da bist...« Er hielt inne, als er das Gesicht seines Vaters sah. »Wollen wir einen kleinen Spaziergang machen, Großer?« fragte sein Vater. Gegenüber vom Krankenhaus war ein kleiner Park mit Bäumen und Wegen, wo ihn auf Schritt und Tritt Patienten in weißen Krankenhausmorgenmänteln entgegenkamen, die mit ihren Angehörigen spazieren gingen oder auch alleine heimlich eine rauchten. Dadurch wirkte der Park wie ein Krankenhauszimmer unter freiem Himmel oder ein Ort, an dem Geister Pause machten. Connor und sein Vater steuerten auf eine Bank zu. »Du willst dich mit mir unterhalten, stimmt's?« sagte Connor, als sie sich hinsetzten. »In letzter Zeit wollen sich alle andauernd mit mir unterhalten.« »Connor«, sagte sein Vater, »dieses neue Medikament, das deine Mutter bekommt. Es wird ihr helfen«, sagte Connor bestimmt und verschränkte die Arme vor der Brust. Sein Vater schwieg einen Moment. »Nein, Connor«, sagte er, »wahrscheinlich wird es ihr nicht helfen.« »Doch wird es«, sagte Connor unbeirrt. »Das Medikament ist dein allerletzter Strohhalm, Großer. Es tut mir leid, aber es ist alles zu schnell gegangen.« »Es wird sie gesund machen, das weiß ich, Connor«, sagte sein Vater. »Deine Großmutter ist noch aus einem anderen Grund böse auf mich. Sie findet, dass ich und deine Mom nicht ehrlich genug zu dir sind. Dass wir dir sagen müssen, was wirklich los ist.« »Was weiß denn Grandma darüber?« Connors Vater legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Connor, deine Mom.« »Sie wird wieder gesund«, sagte Connor, schüttelte die Hand seines Vaters ab und stand auf. »Dieses neue Medikament ist die Lösung. Es erklärt alles. Glaub mir, ich weiß es.« Sein Vater sah verwirrt aus. »Was erklärt es?« »Du kannst ruhig nach Amerika zurückfliegen«, fuhr Connor fort, »zu deiner anderen Familie. Wir kommen hier schon klar. Dieses Medikament wird nämlich wirken.« »Connor, nein.« »Doch, ganz sicher.« »Großer«, sagte sein Vater und beugte sich zu ihm vor. »Geschichten gehen nicht immer gut aus.« Da stutzte Connor. Denn es stimmte ja. Zumindest das hatte das Monster ihm auf jeden Fall beigebracht. Geschichten waren wilde, wilde Wesen, die manchmal völlig unvorhergesehene Haken schlugen. Sein Vater schüttelte den Kopf. »Das ist alles viel zu viel von dir verlangt, ich weiß. Es ist unfair und grausam und überhaupt nicht so, wie es sein sollte.« Connor antwortete nicht. »Sonntag in einer Woche bin ich wieder da«, sagte sein Vater. »Denk immer dran, ja?« Connor blinzelte in die Sonne. Der Oktober war bisher wirklich extrem warm gewesen, so als kämpfe der Sommer darum, noch ein bisschen verweilen zu dürfen. »Wie lange bleibst du beim nächsten Mal?«, fragte Connor schließlich. »Solange ich kann. Und dann gehst du wieder zurück?« »Das muss ich. Ich habe dort eine andere Familie«, beendete Connor den Satz.
Sein Vater streckte wieder eine Hand nach ihm aus, aber Connor war schon unterwegs zum Krankenhaus. Denn es würde wirken. Ganz bestimmt würde es wirken. Das war die einzige Erklärung dafür, warum sich das Monster auf den Weg gemacht hatte. Es musste so sein. Wenn das Monster überhaupt real war, dann musste das der Grund sein. Bevor Connor wieder hineinging, sah er auf die Uhr über dem Eingang. Noch 8 Stunden bis 0:07 Uhr. Keine Geschichte. Kannst du sie heilen? Fragte Connor. Die Eibe ist ein heilender Baum, sagte das Monster. Sie ist die Gestalt, die ich meistens wähle, wenn ich mich auf den Weg mache. Connor runzelte die Stirn. Das ist keine richtige Antwort. Das Monster bedachte ihn nur wieder mit einem boshaften Grinsen. Connors Großmutter hatte ihn zu ihrem Haus zurückgefahren, nachdem seine Mutter, ohne ihr Essen angerührt zu haben, eingeschlafen war. Seine Großmutter hatte auch weiterhin nicht mit ihm über die Zerstörung ihres Wohnzimmers gesprochen. Sie hatte überhaupt kaum mit ihm gesprochen. Ich fahre noch einmal zurück, sagte sie, als er aus dem Wagen stieg. Mach dir was zu essen, das kannst du ja immerhin. Meinst du, Dad ist schon am Flughafen? Fragte Connor. Daraufhin seufzte seine Großmutter nur ungeduldig. Er schloss die Beifahrertür und sie fuhr weg. Nachdem er hineingegangen war, war der Zeiger der Uhr, der billigen Uhr in der Küche. Eine andere hatten sie ja nun nicht mehr auf Mitternacht zugekrochen, ohne dass seine Großmutter wiedergekommen wäre oder angerufen hätte. Er überlegte, sie von sich aus anzurufen, aber sie hatte schon einmal mit ihm geschimpft, weil seine Mutter von dem Klingelton wach geworden war. Er spielte keine Rolle, im Grunde war es sogar einfacher so, denn nun brauchte er nichts so zu tun, als läge er sie schlafen. Er wartete, bis es 0:07 Uhr war, der ging hinaus und sagte, »Wo bist du?« Das Monster sagte, »Hier bin ich« und stieg mühelos über den Schuppen seiner Großmutter. »Kannst du sie heilen?« fragte Connor noch einmal mit mehr Nachdruck. Das Monster sah auf ihn herab. »Das ist nicht meine Aufgabe.« »Warum nicht?« fragte Connor. »Du reißt doch auch Häuser nieder und rettest Hexen. Du hast behauptet, jeder Teil von dir könne heilen, wenn die Menschen sich das nur zunutze machen würden.« »Wenn deine Mutter geheilt werden kann«, sagte das Monster, »dann wird die Albe es tun.« Connor verschränkte die Arme. »Ist das ein Ja?« Dann tat das Monster etwas, was es bisher noch nie gemacht hatte. Es setzte sich hin. Es ließ sich mit seinem ganzen enormen Gewicht auf dem Büro seiner Großmutter nieder. Connor hörte das Holz knarren und sah, wie das Dach sich durchbog. Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Wenn er auch noch ihr Büro zerstörte, nicht auszudenken, was sie dann mit ihm machen würde, ihn wahrscheinlich ins Gefängnis verfrachten oder schlimmer noch ins Internat. »Du weißt noch immer nicht, warum du mich gerufen hast, oder?« fragte das Monster. »Du weißt noch immer nicht, warum ich mich auf den Weg gemacht habe.« »Ich mache das beileibe nicht jeden Tag, Connor O'Malley.« »Ich hab dich nicht gerufen«, sagte Connor. »Höchstens im Traum oder sowas. Und selbst wenn, dann habe ich es offensichtlich für meine Mutter getan.« »Wirklich? Warum denn sonst?« sagte Connor lauter. »Bestimmt nicht nur, um mir schreckliche Geschichten anzuhören, die keinen Sinn ergeben.« »Hast du das Wohnzimmer deiner Großmutter vergessen?« Connor konnte ein kleines Lächeln nicht unterdrücken. »Das dachte ich mir«, sagte das Monster. »Ich meine es ernst«, sagte Connor. »Ich auch. Wir sind nur noch nicht ganz so weit, dass ich dir die dritte und letzte Geschichte erzählen könnte. Aber es dauert nicht mehr. Und danach wirst du mir deine Geschichte erzählen, Connor O'Malley. Du wirst mir deine Wahrheit erzählen.« Das Monster beugte sich vor. »Und du weißt, wovon ich rede.« Der Nebel hüllte sie plötzlich wieder ein und ließ den Garten seiner Großmutter verschwinden. Die Welt verwandelte sich, sie wurde grau und leer. Und Connor wusste, wo er war, wusste genau, in was die Welt sich verwandelt hatte. Er war in seinem Albtraum. Genau so fühlte es sich an, genau so sah es aus. Er stand am Rand der Welt, der Boden bröckelte und er hielt ihre Hände fest und spürte, wie sie ihm entglitten, spürte, wie sie fielen. »Nein«, schrie er, »nein, nicht!« Der Nebel verzog sich und er war wieder im Garten seiner Großmutter, wo das Monster noch immer auf dem Bürodach saß. »Das ist nicht meine Wahrheit«, sagte Connor mit zitternder Stimme. »Das ist nur ein Albtraum.« »Trotzdem«, sagte das Monster. Als es aufstand, schienen die Balken des Schuppens vor Erleichterung zu seufzen. »Ist es das, was nach der dritten Geschichte passieren wird?« »Toll«, sagte Connor. »Noch eine Geschichte, obwohl es im Moment viel Wichtigeres gibt.« »Geschichten sind wichtig«, sagte das Monster. »Sie können wichtiger sein als alles andere, wenn sie die Wahrheit in sich tragen.« »Geschichten vom Leben«, murmelte Connor gereizt. Das Monster machte ein überraschtes Gesicht. »Genau«, sagte es. Der wandte sich zum Gehen, warf Connor aber vorher noch einen Blick zu. »Rechne bald mit mir«,
Ich will wissen, was mit Mom passieren wird, sagte Connor. Das Monster hielt inne. Weißt du es denn nicht längst? Du hast gesagt, du wärst ein Baum, der heilen kann, Connor. Dann tu das doch. Das werde ich auch, sagte das Monster. Und mit einem Windstoß war es fort.